ist jetzt so ziemlich zwei Monate her, seitdem ich das letzte Portal-Video aufgenommen habe. Dementsprechend habe ich jetzt nochmal zur eigenen Sicherheit mein letztes Portal-Video angeschaut und bin der Annahme, wir sind unter den normalen Aperture Science Laboren und werden die ganze Zeit von Cave Johnson, dem Entwickler-Chef von Aperture, begleitet durch was auch immer das hier genau sein soll. Gerade eben, bevor ich die Aufnahme gestartet, hat er noch irgendwas von so einem blauen Gel geteasert und dann bei irgendwer hat blaue Farbe genommen und bei dem sind alle Knochen gebrochen. War nicht so gut. Ich würde sagen, wir laufen erstmal los. Wir sind da unten. Und wo wollen wir hin? Wir wollen auch wieder nach... Das könnte Arbeit werden. Das könnte Arbeit werden. Egal, wie geht's erstmal hier? Gelflow dran. Das Game lässt uns bestimmt nicht 10 Jahre laufen. Hoffe ich. Ich frage mich eigentlich, wie diese Sachen hier aufrechterhalten werden. Die sind 10.000 Jahre alt. Aber okay. Ah, hier wird das Gel erklärt. Repulsion Gel. Oh, man kann das essen. Essen! Okay. Ach, das ist so ein Bumper Gel. Oh. Was bringt mir das hier? So. Na, 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 Portal! Okay. Was ist meine Aufgabe? Ah, mich hier hochzuschießen. So, und was gibt's hier? Okay. Was ist, wenn ich... Ich liebe dieses Spiel. Das ist ja so genial. Ich dachte, der Kubus kommt. Der Kubus kann auch jumpen. Oh, 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 unser Kopf. Ah, ha. Ich glaube, das tat weh. Wir wollen hier durch. Den Kubus erblicken und... Heuerbanga! Oh. Na, der Sprung war nicht so. Hat geklappt. Ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Was sind Kontrollgruppen? Ich habe keine Ahnung, wo wir... Maybe this... Ne, von da kamen wir. Wir müssen ja nach oben. Oh, ich hab es. Da. Rechts oder links? Rechts oder links? Wir gehen einfach mal da lang. Wird schon richtig sein. Hat Chell gerade... Also hat man gerade ihre Stimme gehört beim Sprung? Da war gerade so ein... Nye, so ein Yissa beim Sprung. Ich guck das nachher nochmal in der Aufnahme nach. Weiß nicht, ob ich da runter will oder nicht. Ich bin mir ganz... Oh, wir müssen da hoch. Wir müssen... But how? How can we get there? Ich jump jetzt hier mal wagemutig runter. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Okay. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Weinunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Ja, super! Aber ich glaube nicht, dass ich in der Bar ohne eine Bleihose saß. Ich war noch nie in der Bar so richtig, glaube ich. Oh, wir müssen hier raus. Da. Na, ich lass uns da rausschießen, weil dann haben wir vielleicht noch genügend Zeit, hinzugehen. Und Dropdown. Genau, jetzt kommen wir hier raus. Da hinten durchs Portal hier oben rausgekommen. Und dann können wir uns hier den Cubus holen. Und der Cubus muss einfach nur hier hoch. Nicht dein Ernst, Kubus! Guter Kubus, und das öffnet uns hier ein Portal. Was bringt uns das? Das bringt uns das, wenn wir in dieses Portal reingehen, wie auf dieses Rück... Ach, mit Strang? Ah, das ist wie bei Minecraft mit den Slimeblöcken. Wenn ihr nicht mehr springen will, drückt einfach Shift. Nur hier ist es halt Strang. Weil Strang ist ja hier im Game auch... Joggen. Das geht auch in dem Spiel. Und ihr könnt zoomen. Genau. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Captain America? Der konnte das doch auch. Ja, klar. Das macht auch vollkommen Sinn.
Juhu, was wäre da unten gewesen? Der sichere Tod. Yo, ich habe das einfach nicht gesehen. Was hat es jetzt genau gebracht? Ah, jetzt können wir uns da... Warte. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich will es aber ausprobieren. Nein, er hat den Roten da weggemacht. No! Okay, jetzt nicht. Ich wollte eigentlich da rein und oben rauskommen beim Roten. Nein, ich habe das Falsche geschossen. Rechts ist orange. Ich sollte mir das langsam merken können. Hoya Manga! Wowie! Pum. Perfekto! Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Supirat! Genau, um welches Element find ich klasse. Es handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Ja. Leute, es war nett, euch gekannt zu haben. Meine Knochen werden jetzt aufgelöst. Ich spür's schon. Seht ihr? Kennt ihr diesen Trick mit dem kleinen Finger? Egal. Wir sollten weiter mit dem Game machen. Passt schon. Im Übrigen, ich hab's geschafft, dass die Maus jetzt weiß ist. Könnt ihr dafür mal bitte einfach alle einen Like da lassen? Das hat mich so total gefreut, dass es geklappt hat. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Ach so. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wo kann ich denn hier eigentlich... Ich drop jetzt hier mal down. Oh. Ich kann hier nirgendwo ein Portal setzen. Nee, kein Jump and Run, oder? Oh. Leute, ich habe vorher die letzte Folge angeguckt und da habe ich einen Satz gesagt, den ich jetzt auch sagen werde. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh, ich glaube, das war sehr gut. Ich glaube, das war gut. Yo, ich habe mich einfach hochgecheatet. War das hochgecheatet oder war das auch? Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Oh, warte mal. Die Erstenzähler meinen, ich kann keinen Rast nur aller Rollstuhl. Was ist das? Trotzdem getan. Rampen sind teuer. Ich kann die mit dem Portal verschieben. No, ich bin danach doch so doof. Oh ja. Nein, das war der falsche. Ah, ich hab's ins Gesicht bekommen. Ich finde aber cool, dass das... Ey, bitte. Oh, das war gut, dass wir das hier hingemacht haben. Ja. Oh, was? Und das klatscht jetzt. Hä? Was? Nee, ich will hier schon rein. Ich bin mir sicher, wir müssen jetzt. Du bist wohin auch immer das schießt. Hab ich gesagt, das wird einfach. Hey, bitte, oh, wait. Was ist blau? Links. Okay. Du überlebst das! Nein. Oh, ich muss hier hoch. Ich seh's. Nee, oder? Doch, ich muss... Da ist so und dann hier. Klatsch. Bäh! Nee, ich komme da nicht hoch. Oh, jumpen. Okay.
Und jumpen. Nein. Jumpen. Wenn ich jetzt von hier komme, dann komme ich nicht hier hoch. Okay. Oh, aber wenn ich von hier komme. Der Student, der das durchgespielt hat, in seinem Kopf. Und zwar kann ich einfach hier. Boom! Und. Let's go! Huhu! Wir waren hier oben schon mal. Okay. Ich habe das vorher falsch interpretiert. Wir müssen von hier und dann. Oh. Bitte nicht löschen. Danke. Oh, yes. Oh, yes. Und dann gibt's den Dropdown. Hui! Hui! Der Kaffee von vorhin cool. Enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. Ja. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ist jetzt aber nicht dein Ernst. Ich finde, der ist ein bisschen unsympathisch. Aber das ist ja nur meine Meinung. Schreibt eure gerne in die Kommentare. Da sehe ich schon direkt das Gel. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Ja, finde ich cool. Oh, ich habe mich hier rüber gecheatet. War das so? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Was ist Wasser? Ist das Wasser? Oder ist das weißes Gel? Oh, warte mal. Was? Ich brauche doch hier so einen Bounce, um hochzu... Muss ich? Oh, no. Hui. Das Wasser spülte. Hey, Betrug. Ja, aber das jetzt. Das war schlau vielleicht? Ja, oder auch nicht. Ich glaube, das soll Wasser darstellen. Oh! 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 Oh, wenn man. Dann vielleicht bouncen? Nee. Okay, die Aufgabe ist schwieriger, als ich hätte gedacht. Wir müssen... Es bringt uns nichts, wir können hier nicht. Wir fliegen hier einfach gegen, gell? Wenn ich hier jetzt reinspringe. Wir würden einfach... Wie kriege ich denn das Wasser hier weg, hä? Ich bin schon direkt überfordert. Oh, da ist ein Knopf. Ich komme an den Knopf. Doch, ich komme an den Knopf dran. Pressen, pressen! Das ist... Oh. Das Wasser ist aus! Bitte! Jo, Leute! Wir haben's! Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Ruhe und kein Zurück mehr. Also tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Wenn jemand uns aus der Zukunft sagt, dass der Test gefährlich ist, sollen wir ihm einfach nicht zuhören. Ja, okay. Jo. Ich habe keine Ahnung, was genau die Aufgabe ist. Oh, ich muss mich da hochboosten. Das geht nicht so. Ich muss noch mit den Portalfarben klarkommen jetzt, so nach längerer Zeit. Okay, so. Bäh. Ich glaube, wir sind tot. Ich habe da was nicht ganz in meinem Kopf berechnet. Physik ist nicht so mein Ding. Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp.
Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Oh, ich kann hier kein Dropdown machen, weil... Hä, bitte was? Ja doch, kann ich, weil ich bin ja Hacker. Wir setzen hier ein blaues Portal hin. So. Und dann, wenn wir hier uns hierhin boosten. Ja, doch. So muss es gehen. Ah, irgendwie ging das wieder in meinem Kopf anders. Vor allem kann ich auf der Tür stehen. Wenn ich auf der Tür stehen kann, ist halt blöd. Nein, ich kann nicht auf der Tür. Das ist gut. So. Oh, ey, ich drücke immer den falschen Knopf. Hier muss es orange hin. Und... ja, komm. Nee, irgendwie nicht. Irgendwas verstehe ich noch nicht so ganz in der Matrix. Warum habe ich jetzt zwei solche Stränge? Ich kleiste jetzt hier alles voll. Schön alles voll hier. Ja, perfekt. Und hier ist auch da hinten. Wenn ich jetzt also von hier oben droppe, dann müsste ich doch hier so bouncen. Bouncen? Bitte was? Hä? Das Game ist so... hä? Ich glaube, ich habe das Game gebroken. Das ist nicht möglich. Ich kann hier nicht... hä? Ich komme hier nicht an genügend Höhe. Egal. Und jetzt hat er mich wieder runtergebounced. Was ist... hä? Das... durchbleiben, sage ich denen immer. Nee, ich bleibe hier gar nicht. Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und das kein ist blau. Blau schieße ich jetzt gleich vor mir auf den Boden. Den Jungen einfach seine Arbeit machen. Blau kommt da. Und Orange kommt hier hin. Bitte. Nein! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Ist das doch so knapp! Was willst du denn dann noch anders machen? Du... hier krieg ich kein Gel hin. Egal wie ich es probiere, ich krieg hier kein Gel hin. Ja? Weil ich hier nichts hinsetzen kann. Das heißt, ich muss doch von hier... hier hochbauen. Dreckspiel. Sitz. Wir gehen erstmal nochmal hoch und probieren es nochmal. Ich will hier blau. Und hier orange. Okay. Bam! Ja, ich schneide dann, bis ich's hab. Ganz ernsthaft jetzt, Leute. Man kann das von da an die Wand schießen lassen. Und an der Wand bounced man auch ab. Theoretisch. Ich gucke jetzt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genauso habe ich es mir nicht vorgestellt. Jetzt kriege ich den Sprung nicht hin, ich sag's dir. So. Und ganz da am Rand. Und dann hier hoch und... ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich überfragt.
Ja, aber ich bin hier gerade voll vorher abgebounced. Ja, hier, seht ihr? Oh, und wenn ich mich hier gegen schleudere, wenn ich die Fallhöhe, wenn ich physikalische Fallhöhe durch die Geschwindigkeit mich so bouncen lasse. Wir gucken uns das jetzt an. Es war die Lösung, sich da einfach von der Seite gegen zu bouncen. Nicht dein Ernst. Oh, hier ist weißes Gel. Aha. Also zumindest ist die Schrift hier weiß. Oder vielleicht fehlt einfach nur die Farbe. Aber hier geht's für uns weiter. Ja, oder auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Das klären wir beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao.